Die Turnhalle der Max-Weber-Schule in Freiburg, umfunktioniert zur Flüchtlingsunterkunft für Minderjährige. Sie müssen improvisieren hier, auch mit den Betten. Vorher 2 Betten pro Schlafparzelle, jetzt 4. Sie müssen aufstocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber irgendwann ist Schluss. Wir haben jetzt schon im September 2023 mehr minderjährige Geflüchtete bei uns in Freiburg willkommen geheißen als im gesamten Jahr 2016, als in allen anderen Jahren davor auch. Es kann nicht sein, dass am Ende diese Ausgaben jetzt, die wir gerade als Kommunen leisten, ausgespielt werden gegen Kita-Neubau oder Schulsanierung. Freiburg und die anderen Kommunen fordern deshalb, Land und Bund sollen diese Kosten übernehmen. Zudem soll es einfacher werden, das Alter der Jugendlichen festzustellen. Voraussetzung für eine rasche Verteilung. Wir haben zentrale Aufgaben auch schon angenommen. Die bundesweite Verteilung, die läuft jetzt an. Wir beschleunigen auch natürlich jetzt durch die Dezentrale die Altersfeststellung. Wir müssen das aber auch natürlich mit dem Finanzministerium und im Zuge der Landeshaushaltsordnung klären. Die Schüler der Max-Weber-Schule müssen vorerst auf ihre Turnhalle verzichten. Das könnte bei manchen Menschen Ressentiments verstärken.